Also Mario, wo sind wir denn hier? Also, wir sind, in Anaheim beim Stance Nation Southern California. Das Ticket haben wir für sehr viel Geld erworben. Das hat $25 pro Person gekostet, schon sehr heftig im Gegensatz zu deutschen Events. Aber hier sieht man halt auch Sachen, die man nirgendwo anders sieht, denke ich. Wir gucken mal ein bisschen rum. Den Rest wird euch der Folix dann zeigen. Wir haben ab und zu mal ein bisschen was dazu sagen, was man dazu sagen kann. Ansonsten viel Spaß dabei. Schon mal einen fetten Subaru entdeckt mit super Frontschussstange. Achtung! TÜV regelkonform, ganz klarer Fall. Hier wird auch einfach mal die Stoßstange abgeschraubt und wir schreiben an die Karre direkt ein Offroad dran, wenn die Stoßstange ab ist. Oder? Ah, kommt schon gut. Vom TÜV sind ja ganz neu rausgekommen die neuen Lacknuts hier. Ja, die sind wirklich ultra spitz. Und Interieur natürlich auch super. So eine Mischung aus Indien und Japan. Oh ja, guck mal, guck's. Und da haben wir einen Huracan Twin Turbo von Anacron Racing. Ich habe das Gefühl, hier gibt es mehr Twin Turbos von den Dingern als wie Trabant auf deutschen Straßen. Fast 1000 PS plus. Von außen komplett unscheinbar, das Teil. Ja, absolut sehr, ja. Aber ich denke, in Huracan fällt das sowieso schon auf. Schreiben wir von Toyota Sora. Wirklich? Ja. Ich habe davon genutzt. Ich glaube schon. Genau wie ich es ohne, aber ich würde sagen Toyota Sora. Ja, von Scheinwerfern her auf jeden Fall. Nee, Lexus. Das ist tatsächlich ein Lexus. Ey, das können wir nicht mit reinnehmen. NSX eigentlich unerschwinglich in Deutschland. Da gibt es ja wirklich, ich glaube, ab 40.000 oder 50.000 aufwärts. Wir haben ja ein echt krasses, gutes Exemplar. Wir müssen es mal ein bisschen näher angucken. Alter, ich habe was gefunden, ich würde es nicht glauben. Eine Steigerung von dem NSX von vorhin. Die Farbe, die Räder, das Fitment, total geil. Guckt euch das an. Was man in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht groß gesehen hat, die erste Generation vom Nissan GT-R. Gibt es da überhaupt wen in Deutschland? Also keinen Bekannten, den ich kenne. Ich kenne keinen oder beziehungsweise habe noch keinen gesehen, eigentlich immer nur auf Fotos oder Videos mal, aber noch niemand gesehen, der in Deutschland damit rumfährt oder wo irgend so ein Ding mal rumstand. Aber auf jeden Fall für alle, die GDR-Herz haben, ist das hier der Oberchef. Gefällt mir das Auto richtig gut. Krasse Sitze, ich würde aber keine 5 Meter damit fahren wollen. Der geilste Lack, den ich bisher gesehen habe. Ich weiß nicht, ob auf diesem Treffen oder in meinem ganzen Leben. Im Moment eigentlich die Farbe. Nämlich die Farbe. Nee, er hat was anderes gesehen. Hier, Achtung, ist geil. Wir gehen mal gucken. Ja, pass auf. Zieht euch rein. In Verbindung mit den Felgen, der Oberknaller. Ja. Das gefällt dir wirklich, oder? Ja.
Guckt euch mal das Lenkrad an. Alter, der ganze Innenraum ist ja so. Hier. Normalerweise müsste passend zu dem Lack und zu dem Interieur müsste der Schaltknauf so ein halbdurchsichtiger riesiger Dildo sein. In diesem Farbspektrum. Ob es den dann auch mit Vibration gibt? Gehe ich von aus. Spätestens beim Verschalten. Lexus RCF. Rocket Bunny Breitbau-Kit. Schaut mal her. Habe ich mir gerade mal angeguckt. Richtig geile Sache entdeckt. Achtung. Guckt euch mal den Spalt zwischen dem Überrollkäfig und dem Lenkrad an. Also da mal einen Gegenpendler ausgleichen am Lenkrad. Ich möchte euch versichern, die Radläufe sind wirklich nicht gezogen. Sind komplett Serie. Original, ja? Ja, ganz normal. Ja, was ist denn das für ein Auto eigentlich? Nissan 350Z, ne? 350, oder 370. Ne? Du, ich habe keine Ahnung von den Kosten. Aber Radlauf definitiv Serie. Ja. Das sieht man ja in der Schaustange. Oh, jetzt gibt es einen kleinen Bitstab. Moment. Hat dich gerade die Olle aufgeteilt? Ja, eigentlich geilt mich das hier ein bisschen mehr auf. Das hier? Ja. Oh. Ja, das ist Porno. Was ist das eigentlich? Ah, das ist noch mein Geschmack. Erzähl das mal den Leuten. Wahrscheinlich einer der besten Motoren, die je entwickelt wurden. Jetzt gehen wir hier rum. Der 2JZ-Motor ist wahrscheinlich das Maß der Dinge. So, dass wir Turbo bauen. Das kann man schlecht sagen, ne? Ja, ganz ehrlich, hab da auch keine Ahnung von. Also. Nee, du. Was fährst du eigentlich? Ich? Ja. Polo, 1-2. Das Auto geht raus an meinen Rick nach Deutschland. Ich habe einen Ferrari gefunden. Die Karre ist wirklich richtig stimmig. Für alle die, die Eier haben, einen Ferrari auf Luft zu setzen. Geile Karre, ey, komm mal mit. Wir haben hier sogar einen fetten Zentralverschluss dran. Mit Keramik. Von der Firma RVL. Ich bin zwar keiner, der Werbung macht, aber man muss eingestehen, das Design ist fett. Richtig geiler Wagen. Passt optisch zusammen. Interieur ist geil, braun und mit roten Außenfarbe. Richtig geil. Nichts, da du ja selber Subaru-Fahrer bist. Was hältst du davon? Die meisten Subaru sehen ja so schon aus wie aus der Cornflakes-Packung. Aber der sieht aus wie ein Transformer-Subaru aus der Cornflakes-Packung. Das Auto jetzt 700 PS hätte? Cool, aber ich fände es trotzdem geiler, wenn das Auto 700 PS hätte und dezenter aussehen würde. Wie findest du BMWs? 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 Ja, geil. Ja? Also, so ja. Mehr neue oder Klassik? Nee, Klassik. 90er Jahre ist genau mein Style. Wien war schön abgelegt. Aber man sieht ja wieder ganz deutlich, dass diese Ami-Stoßstangen, die in den 90er haben mussten, oberhässlich sind. Sieht euch das rein hier. Ja. Das geht, ne? Da haben wir mehr Glück gehabt in Deutschland, ja. Definitiv. Das erste Mal, dass wir mehr Glück haben bei Autos. Wir haben ja gerade von 90ern gesprochen. Wir haben ein Auto gefunden, was ihr auf unserem Kanal bald sehen werdet. SL Targa. Cabrio, was ist es? Du kannst ja nicht sagen, Hardtop, ja? Hammer Scheiße. Ich habe noch eine Frage an euch. Bodykit hin oder her, wissen wir ja, in Deutschland sehr schwierig. Aber was sagt ihr zu Öffnung in der Motorhaube mit Plexiglas abgedeckt? Guckt euch das mal an. Ich denke, wir kriegen Probleme mit den Nieten, ansonsten Materialgutachten, könnte klappen. Aber ansonsten, ich denke, in Deutschland haben wir wieder mal die Arschkarte gezogen. Zieht euch die Stoßstange rein. Wir wollen ja nicht rumhaten, aber das ist schon grenzwertig. Oberklasse. Hier gibt es ja Unmengen, ich habe gezählt, glaube ich, 11 S2000. Aber der ist echt krass hier, also der ist zwar bockenhoch an sich, gotten hässlich mit dem Bodykit, aber der Motorumbau ist krass. Corvette-Motor in einem S2000. Und ich finde diesen Sticker mega. Wir sind fertig. Wie lange haben wir jetzt hier? Mit Drehen? Anderthalb Stunden? Ja, anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden heute hin, ja. Für 25 Dollar Eintritt ist es lahm, bin ich ehrlich. Ein paar coole Sachen sieht man, aber ich bin so mehr der Typ für Treffen, wo man vielleicht nochmal mal Background fahren sieht. Ja, was sagst du? Ein Auto ist dazu da, gefahren zu werden, ja. Und ich will ein Auto immer in Bewegung sehen, damit ich das geil finde. Also
Race-Events sind dann natürlich immer das Maß der Dinge. Es gibt allerdings auch wenige gute Stehtreffen. Wir wollten das jetzt hier einfach mal angucken, weil es sich gerade angeboten hat. Ja. Ich finde, es ist immer sehr viel Scheiß auch dabei. Das ist wie bei uns. Man liest im Internet Stage Days und alle sagen, wow, wow, die haben 1 Million Followers oder was auch immer. Dabei ist es in Deutschland, wenn wir das in Deutschland vergleichen, ich finde zum Beispiel jetzt nächstes Carnite deutlich besser. Ja. Weil die Vielfalt größer ist, das Eintrittsgeld viel mehr gerechtfertigt als hier. Ich finde, das trifft noch eher den Geschmack. Die Fahrzeuge, die auf der Carnite zum Beispiel standen, gerade jetzt am Wörthersee, ja, die Geschichte, da war wirklich mehr Potenzial da. Man muss ja hier sehen, dass hier immer einfach keine Grenzen gesetzt sind. Ja? Also man muss sich hier an keine Vorschriften halten, sondern man kann einfach bauen, worauf man Bock hat. Und das ist natürlich immer ein Grund, warum man sich viel mehr, warum man viel mehr aus sich herauskommen kann und viel mehr das umsetzen kann, was man gerade so im Kopf hat, was bei uns natürlich nicht geht. Und dafür, dass hier keine Grenzen gesetzt sind, sind ein paar coole Sachen dabei, keine Frage, wie immer, aber... Aber 70% ja. Scheiße, auf Deutsch gesagt. Richtig, ja. Das, was wir jetzt bewerten, ist natürlich unser Geschmack. Es kann sein, dass das jemand anderes ganz anders sieht. Ja, sehe ich genauso. Es ist auch wirklich nur diese eine Halle hier. Also wenn man gerade sieht, wie viele Hallen sonst immer zur XS Carnite mit Fahrzeugen vollstehen, wo wirklich... Es ist ja nicht nur die Carnite, es gibt ja auch so viele andere Treffen bei uns oder in Europa. Da... Ja, absolut nicht vergleichbar, meiner Meinung nach. Ja, war trotzdem eine interessante Erfahrung. Ne? Also ich finde es trotzdem cool, dass wir mal hier waren und... Ja. Fahren wir wieder. Fahren wir wieder. Gut. Tschüssi, bis später.